Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Medieval Dynasty mit eurem Bobas. Ich habe mir erlaubt, hier vorne zum einen natürlich das Ding zu reparieren, weil das war ja noch offen gestanden. Da habe ich hier noch eine Laterne hergesetzt und hier drüben habe ich noch zwei Stühle hingestellt. Also das war schon mal meine Tätigkeit jetzt, bevor ich aufgenommen habe. Ich habe zumindest hier noch die drei Zaunteile fertig bekommen, aber mir fehlen einfach ein paar Bretter. Ja, ist ja gut, Epona. Um das Ganze noch fertig zu machen. Aber gut, das wird im Laufe der Zeit natürlich noch fertiggestellt. So, und ich bin heute auch immer noch ausgeblendet. Ich mache ja eine Aufnahmesession wieder mal, weil ich sonst die Woche nicht hinterherkomme mit dem Aufnehmen. Und von daher bin ich heute auch ausgeblendet. Es ist einfach immer noch so schweinewarm. Drum bleibe ich mal lieber ausgeblendet. Okay, wir reiten jetzt erst einmal zum Unigost und geben dem mein Geld. Da kriegt er Steuern noch von uns. Und dann hat er natürlich noch eine andere Quest für uns. Und die würde ich natürlich auch gerne annehmen. So, jetzt ist nur die Frage, wo der rumhüpft. Da vorne ist er. Ah, da kommt sogar auf uns zu. Das ist schön. Schauen wir mal, ob ich ihn unterm Laufen abfangen kann. Bestimmt. Servus, Lair Unigost, du siehst besorgt aus. Beunruhigt dich etwas? Ich kann nicht viel vor dir verbergen, oder? Nun, um ehrlich zu sein, ich fühle, dass das Alter mich langsam einholt und es immer schwieriger wird, die Siedlungen hier sicher zu halten. Was geht hier vor? Du meinst, wer hier herumläuft? Banditen, mein Junge. Banditen und Fußtruppen. Die meisten Dörfer im Süden von Prag bis Posen haben Probleme mit ihnen und wir werden die Nächsten sein. Das ist etwas, das man nicht mit einer einfachen Palisade aufhalten kann. Komm schon, es muss doch etwas geben, was wir tun können. Du hast doch normalerweise immer einen Plan. Das habe ich. Aber das wird viel Mühe und noch mehr Münzen erfordern und ich bin mir nicht sicher, ob ich das alleine bewältigen kann. Ich hatte jetzt einige gute Jahre. Ich kann Zeit und Güter für die Sicherheit unserer Dörfer erübrigen. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest, aber ich habe mich nicht ganz getraut zu fragen. Ich möchte die Mittel und Männer für eine örtliche Wache aufbringen. Eine kleine Miliz mit unserer stärksten und besten Männern, ausgerüstet mit echten Waffen. Nun, ich kann Jan und Theobald bitten, ein paar anständige Äxte zu schmieden und... Nein, das wird die Banditen nicht beeindrucken. Wir müssen echte Schwerter kaufen und ein paar einfache Kettenhemden. Schwerter? Unigost, die kosten ein Vermögen. Ja, ich weiß. Also, was soll ich tun? Ich werde mich um das Gold kümmern. Nun ja, um das meiste davon. Du musst mir noch 1000 Münzen besorgen und 3 Freiwilligen für die Wachen. Denke daran, dass sie nur ein paar Schichten pro Woche haben werden, damit sie auch ihre tägliche Arbeit noch erledigen können. Das ist eine saftige Summe, aber machbar. Und was ist mit den Freiwilligen? Hast du jemanden im Sinn? Eigentlich ja, du hast Jan bereits erwähnt. Ich würde ihm sagen, Dalibor hier in der Gegend, Domastoy in Jesarika und Oleg aus Rolnica. Du könntest auch Theobald Söhne in Lesnica fragen, aber ich bezweifle, dass ihre Eltern begeistert sein werden. Also würden nur 3 dieser 5 ausreichen, oder? Genau. Okay, ich werde versuchen, sie zu überzeugen. Alles klar, halt, bleib da. Ja, bitte, das sollte alles abdecken. Oh, nee, warte mal. Nee, ist egal. Zahl einfach, fertig. So, Steuern zahlen. Die hätte er uns zwar erlassen, glaube ich, wenn wir die Quest erfüllt haben. Also könnte sein, dass... Aber ist nicht gesagt. Gut. Jetzt einmal ganz kurz. Was haben wir hier? Geschichte von Unigost. Die nehmen wir natürlich... Nanu? Bin ich wieder falsch gekommen? Ja, habe ich schon drin, ne? Okay, ich habe hier ein Fragezeichen. Ich habe da Ausrufezeichen, aber ich habe hier vorne eins. Also reiten wir erst einmal nach da vorne. Dalibor. Wo ist er? Da ist er. Ha! Er kommt sogar raus. Dalibor. Servusle. Hallo, ich habe gehört, du suchst mich. Das ist richtig. Was will also die rechte Hand des Kastellans von mir? Deine rechte Hand und deine linke und dein Verstand. Möchtest du dich der örtlichen Wache anschließen? Oder ich möchte dir eine Gelegenheit bieten, dich wirklich... hervorzutun. Schließe dich der örtlichen Wache an und hilf uns, die Dörfer vor Banditen zu verteidigen. Banditen? Werden wir angegriffen? Nein, nein, es geht mir darum zu zeigen, dass wir uns verteidigen können, damit sie gar nicht erst in unser Tal kommen. In diesem Fall bin ich interessiert. Bekomme ich eine Pelzkapuze und eine Unterzeichnungsprämie? Wozu? Dobromira erzählte mir, dass in den Städten die Wächter eine schicke Pelzkapuze und ein Okay, jetzt habe ich aus Versehen geklickt.
Ich war wieder mit meinem Fingerwink zu nervös. Naja, gut. Dalibors Rekrutierung. Dann müssen wir nach Rolnica, hat es geheißen, und nach Jesarika, ne? Ich würde nach Jesarika reiten. Ich denke, das mache ich. Oder nach Honika. Echt blöd. Ich kann auch nach Lesnica. Ich mag Honika irgendwie gar nicht. Ich würde sagen, wir reiten nach Jesarika und nach Lesnica. Die zwei nehmen wir uns vor. Wir reiten jetzt erst einmal nach Jesarika, hätte ich gesagt. Es wird ein kleines bisschen Ausritt, ist ganz klar. Aber das sollten wir bewerkstelligen können ohne Probleme. Ich mag nur immer den Weg nach Hornika nicht wegen diesen ganzen Wölfen und dann die Wiesent und eventuell noch Bären und Werwölfe. Ne, keine Ahnung. Ich mag die Strecke einfach nicht so durch den Wald die ganze Zeit. Ich mag das hier viel lieber. So mit dem Blick übers Tal. Oh, warte mal. Da steht doch meistens ein Wagen irgendwo. Irgendwo ist hier manchmal so ein Wagen. Ich gehe mal da noch ein Stück vor, weil ich glaube nämlich, dass das hier meistens ist. Oder auch nicht. Oder ich täusche mich jetzt da. Na gut. Dann täusche ich mich jetzt. Also, wir reiten nach... Da geht's nach Honika und da geht's nach Lesnica. Okay. Oh, der lässt mich die Killerhasen hier angreifen. Hier könnte auch sein, dass ein Wagen ist, deswegen mache ich da auch mal langsam. Oh, Wölfe. Ups. Ups. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen, naja, weil ich wieder meine Sicht nicht anhab. Aber ist egal. Wir reiten einfach weiter. Pfeife auf den Wagen. Sollte hier einer liegen. Ja gut, Wölfe sind überall, ne? Dieses Tal würde mir ehrlich gesagt auch gefallen, um mal eine Siedlung zu gründen. Hier direkt am See. Ein schöner Badesee. Apropos See, ich sollte mal was trinken. Oh, Moment. Das habe ich noch nicht gesehen gehabt. So ein Lager. Tja, finde ich cool. Da liegt ein bisschen Brennholz. Drei Scheite. Das kann man nicht anmachen. Ist schade. Da haben wir den Knüppel. Schade, dass das hier mit der Sicht nicht klappt. Wenn man vielleicht noch sehen könnte, ob da noch irgendwas anderes liegt. Aber mehr ist nicht. Na gut. Dann laufe ich jetzt schnell zum Wasser. Mal nur einen kurzen Schluck trinken. Jawohl. Dann geht es dir nämlich auch schon wieder besser. So, ich muss dahin. So, dann reiten wir los. Notfalls kaufe ich mir einfach was zum Essen, das ist mir egal. Bevor ich jetzt da lang rumjag, hole ich mir einfach mal so ein Stück Brot oder sowas. Oh. Ja, dass du dir irgendwie wehtust. Ich reite schon mit dir, aber auch wirklich über Stock und Stein, gell? Was die Pferde nicht alles mitmachen, ist schon faszinierend. Halt, mach langsam. Da geht's runter. Ja, dass du hier dann anfängst zu springen plötzlich. Aber ich reite halt schon immer durch... Also querfeldein, ne?
jetzt auch extra langsam. So, aber das sind wir ja auch schon. Gut. Dann steigen wir mal ab. Schauen wir mal. So, mein Guter. Damostoi, warum dieses mürrische Gesicht? Was stört dich? Alles, aber du würdest das nicht verstehen. Versuch es mit mir. Es ist die Taverne. Sie sollte jetzt mir gehören. Nein, sie hätte mir schon vor langer Zeit gehören sollen. Und was genau ist das Problem? Meine Mutter. Sie scheint zu glauben, dass keiner von uns, Vater, Domagoj, ich, in der Lage ist, die Geschäfte zu führen. Sie nennt uns faul und verspottet unseren Mangel an Disziplin. Oder was immer sie glaubt, woran es liegt. Das ist ein schwieriger Fall. Hast du getan, um ihr Gegenteil zu beweisen? Irgendwelche großen Taten, große Geschäfte, Errungenschaften? Ich versuche mein Bestes, aber es war bisher nichts Herausragendes. Ich könnte das einfädeln für dich, in die Wache. Ich könnte das einfädeln und dich in die Wache bringen. Das würde ihr zeigen, dass du in der Tat ein Mann bist, der Respekt verdient. Du kannst das machen? Es wird schwierig sein, aber ich kann es versuchen, eine Lüge. Natürlich kann ich das. Wenn du willst, kannst du dich heute noch anmelden. Sehr gut, aber ich muss erst noch meine Mutter fragen. Peinlich, nicht wahr? Lass mich mit ihr reden. So, dann reden wir mal mit der Mutter. Das müsste sie sein, ne? Servusla! Niluba, ich muss mit dir über deinen Sohn Damostoi sprechen. Was ist mit ihm? Was hat er wieder falsch gemacht? Oh, warte, wahrscheinlich nichts, da er fast gar nichts tut. Aber er will. Er möchte unbedingt beweisen, dass er die Taverne leiten kann. Die Taverne? Er kann die Taverne aus meinen kalten, toten Händen nehmen. Was wahrscheinlich genau das ist, was in einer nicht allzu fernen Zukunft geschehen wird. Was hast du gerade gesagt? Denk darüber nach. Sein Vater kümmert sich um nichts anderes als um das Angeln. Sein Bruder hat seine Interessen anderswo. Sein einziger Weg zum Reichtum ist die Taverne. Und du bist ein Hindernis für ihn. Was glaubst du, was letztendlich passieren wird? Daran habe ich nie gedacht. Aber du könntest recht haben. Ich muss ihn loswerden. Ich kann mich darum kümmern. Warte, was? Du bietest an, meinen Sohn zu töten? Nein. Ich werde ihn für die Wache rekrutieren. Das wird ihn gut genug ablenken und auch seinen Charakter formen. Das ist also der Sinn des Ganzen. Du suchst Männer, die dumm genug sind, sich für Unigost umbringen zu lassen. Nun, du kannst ihn haben. Ausgezeichnet. Aber nicht umsonst. Wer weiß, was der Kastellan dir bezahlt. Ich will 250 Münzen, 100 Trockenkörner, 5 Fleischstücke und Damostoi kommt mit dir auf die Wache. Einverstanden? Einverstanden. So sei es. Okay, also. Das heißt also... Das Zeug muss ich holen, aber das sollte kein Problem sein, das haben wir ja. So, da brauchen wir eine Pelzhaube. Oh, hätten wir ihm gleich geben können, ne? Aber ist egal. Und wir müssen noch, was habe ich gesagt? Habe ich hier noch jemanden? Nee, ne? Doch, warte mal, da vorne habe ich noch ein Ausrufezeichen. Und vielleicht noch irgendwelche Quests, die wir noch mitmachen können, das wäre auch nicht schlecht. Wo bist du? Der Fischer. Bytomir. So, schauen wir mal. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich könnte ja deine Hilfe gebrauchen. Ich wollte mein Haus renovieren, aber ich habe keinen Bauhammer bei mir. Kannst du ihm einen bringen? Na, Logo kann ich das. Weil wenn ich eh nochmal her muss mit meinen Körnern, ne, dann... Ist das ja kein Thema. So, da müssen wir die Körner bringen. Und dann würde ich sagen, reiten wir noch nach Lesnica. Genau, reiten wir noch nach Lesnica. Warte mal, können wir doch gleich in die Richtung gehen. Epona, kommst du zu mir? Das ist schön. Ups, hat sie mich angerempelt. So, das ist ja nicht allzu weit. Vor allem hier dürfte man auch nicht wirklich irgendwelche Störenfriede haben. Können wir quer über die Felsen. Und dann halte ich mich ein bisschen mehr am Wasser, weil dann komme ich auf jeden Fall nicht mit irgendwelchen Wölfen in Konflikt. Ja,
gut, die Sachen, die werden wir auf jeden Fall besorgen können. Die haben wir ja im Lager alles. Dann schaue ich mal ganz kurz auf die Karte. Wir reiten eigentlich schon hin, ne? Aber ist egal. Ich mach mal lieber meinen Wegfinder rein. Ich sollte hier vielleicht ein bisschen aufpassen. Schon wieder ein paar Killerhasen. Aber ich denke, hier wird es auch Wölfe geben. Oder Wildschweine. Da Wildschwein. Noch eins. Noch eins. Die Schweine sind los. Warum reitest du eigentlich hier so durch das Dickicht, Mensch? Hättest ja auch nach Horniger reiten können, weißt du? Oh Mann. So. Okay, dann schauen wir mal. Wir haben hier Rudolf und da hinten Rudolfina. Sorry, aber Rudolfina ist einfach zu arg. So. Hallo. Hey du, willst du dich der Wache anschließen? Hilfst du uns, das Dorf und die Bewohner zu sichern? Ich würde, wenn das nicht bedeuten würde, unter Unigos dienen. Solange er das Sagen hat, würde ich mich nie verpflichten. Und du solltest es auch nicht tun. Okay, okay, tun wir so, als hätte diese Unterhaltung nie stattgefunden. So, es war ja eigentlich klar, weil irgendeiner sagte nein. Hallo, hey du, willst du dich der Wache anschließen? Hilfst du uns, das Dorf und die Dorfbewohner zu sichern? Nun, ich kann darüber nachdenken, aber mein Vater und mein Bruder denken, dass jeder, der beitritt, nur ein weiterer Lakai von Unigos ist wie du. In Ordnung, ich werde nicht auf dich zählen. Sag deinem Vater nichts. Okay, also das waren die zwei, die nicht hinhauen. Dann schauen wir mal, da haben wir noch eine Quest irgendwo. Da. Rudolfina, was hast denn du? Kann ich dir bei etwas helfen? Ich brauche wirklich neue Stiefel, habe aber keine Zeit, sie zu besorgen. Ich habe gehört, dass Leute aus dem Dorf Horniger sie verkaufen. Okay. Alles klar, klar werde ich machen. Na dann. Dann reiten wir nach Horniger. Ich reite aber vorher mal ganz kurz zurück und schau mal, dass ich das Zeug hole für hier, weil dann reiten wir nämlich hier rüber. Reiten nach Hornika, dann können wir das mit den Stiefeln machen, dann können wir wieder nach Gostovia und nach Gostovia schauen wir mal da drüben noch. Jo, ist auf jeden Fall, denke ich, ein ganz netter Rundweg. So, einmal gesattelt. Mann, Mann. So, ich reite auf jeden Fall wieder auf der anderen Seite. Oder besser gesagt, am Wasser lang. Ne, da oben habe ich ja gar nichts, ne, bei Rolnica. Ne, wir können direkt drüber reiten. Dann kann ich auch zu Hause, wenn ich dran denke, was essen. So, einmal drüber gesprungen. Hier ist halt auch ein schöner Platz, ne, zu bauen. Also man könnte das alles hier rüberziehen auch. Zum Glück sind die Wege auch nicht so weit. Ich muss dann nämlich nicht unbedingt schneiden, weil das ist immer das, was am meisten Aufwand macht, am meisten Zeit kostet. So, ich hoffe, ihr habt alles. Aber ich denke schon. Meinen Leuten geht es eigentlich gut, denke ich. So, dann halten wir einmal hier bei der Kneipe. Kurz was futtern. Puh, 1935 Honigwaben, das ist schon heftig, gell? So, die sind nicht giftig. Normalerweise steht es da unten, das habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Ich habe mich ja schon zweimal vergiftet, aber nur weil ich da unten wieder nicht drauf geschaut habe. So, einmal den Bauch vollhauen. So, den Rest dann gleich wieder rüber. Was habe ich eigentlich noch so einstecken? Brennholzstöcke.
Brennholz rüber, Stöcke rüber. Ich kann eh mal gucken, wie viel Brennholz noch drin ist. 453, also an sich wird nicht sehr viel gebraucht, würde ich mal sagen. Weil die produzieren mehr Holz, als benötigt wird. Also denke ich, ist das ganz okay eingestellt gerade aktuell. So, wir haben schon wieder 389 Münzen hier drin. Nehme ich gleich mal mit raus. Ja, Fleisch, das habe ich ja drin gelassen, weil das kann ich ja, wenn ich tatsächlich mal Not habe, beim anderen Lager zum Beispiel, könnte ich mir das Fleisch schnell rausbraten. So, dann kann ich rausschmeißen den Knüppel. Und das war's eigentlich. Jetzt brauche ich 100 Roggenkorn, ne, waren das? Ausrenovierung, Kupferhammer. Ich hoffe, ich habe einen, ansonsten stelle ich schnell einen her. Eisenhammer. Nö. Bronze. Kupferbarren. Ich glaube, ich brauche da zwei Stück und einen Baumstamm. So, dann schauen wir gleich noch. Roggenkorn. Brauche ich 100. So, und wie viel Stücken Fleisch hat sie gesagt? Ich glaube, 6 Stücken Fleisch, ne? 5. 5 mal Fleisch. Könnte ich natürlich auch, klar, jagen vor Ort. Aber ich denke, das passt so. Jawohl. Okay. Okay, Pelzhaube, weg damit. Ist egal, die gebe ich dann einfach her. Ich glaube, ich habe sogar noch eine im Lager. Warte mal, könnte ich mal gucken. Kapuze. Pelzhaube. Das ist ein bisschen anders, ne? Minus 10, plus 15, nee, ist egal, ich gebe einfach hier meine Pelzhaube ab und ich ziehe mal dann selber die Kapuze auf, ist das total egal. So, dann überleg, sonst brauchten wir glaube ich nichts, wir müssten halt nach Hornika, ne? Ich hoffe, dass ich in Hornika nicht irgendetwas benötige, was wir... keine Ahnung, im Lebensmittellager zum Beispiel haben. Das wäre ganz blöd. Schauen wir mal ganz kurz davor. Ist auf jeden Fall jetzt mal wieder viel zu tun. So. Recurve-Bogen. Pfeile. Was brauchst du? Könnte deine Hilfe gebrauchen. Werkzeuge, Ausrüstung. Steinpfeile. 43 Steinpfeile. Na gut. Ist ja jetzt kein Ding. So. Dann nochmal kurz auf die Karte geguckt. Dann können wir eigentlich auch über Branika und Baranika reiten. Ne? Das wäre dann auch noch... schwierig. Nee. Wir reiten tatsächlich über Jesarika. Wir reiten wieder hier nach ins Süden. Reite ich jetzt einfach mal da lang. Ist egal. Oh. Ja, ist egal. Reit weiter. Ja, ja. Die können mir ja nichts tun, solange ich schnell am Reiten bin, weil die lassen ja dann irgendwann auch ab. Zumindest ist das Pferd, so viel ich weiß, schneller wie die Wölfe. Wir haben heute viel zu reiten. Aber gut, ich will auch die Unigost-Quest schaffen. Aber da hätten wir wahrscheinlich auch mehr Zeit dafür. Ich glaube nicht, dass wir das in der Jahreszeit machen müssen. Weil das ist ja so eine Hauptquest. Und eine Hauptquest ist eigentlich nie gleich vorbei. Wenn die Jahreszeit mal ändert. Da kann ich eh drüber, ne? Und die sind ja genau auf der anderen Seite. Vor allem, ich denke mal, dass ich dann auf jeden Fall auch ein Lagerfeuer machen muss.
Geht da auf den Weg? Da muss irgendwo ein Weg sein, zumindest. Zumindest glaube ich das. Nicht nur Rotwild, sondern auch Wege. Hallo? Ah. Wir reiten zumindest in die Richtung. Das ist ja schon mal die Hauptsache, ne? Einfach querfeldein über Stock und Stein. Schöne Gegend. Also hier gefällt es mir echt gut. Vor allem, das wäre mal was Außergewöhnliches auch, ne? Genauso wie am See. Der See ist auch etwas, wo ich sage, da könnte ich mir ganz gut vorstellen, so eine richtig schöne Ortschaft hinzupflanzen. Vielleicht ziehen wir auch um. Das könnte durchaus passieren. Oh Mann, ich habe ein Gereite. Und dann kann ich nicht rechtzeitig bremsen, ne? Und schon passiert's. So, da kannst du aber jetzt geradeaus durch. So. Einmal absteigen, bitte. Servusle. Und hast du meine Münzen und Waren? Nun, da du mich fragst, ich habe das alles. Gut, nimm Damastoy mit und sorge dafür, dass er entweder als Mann zurückkehrt, der weiß, wie man Geld verdient, oder gar nicht. Nichts ist wie die Liebe einer Mutter. Ja, so, wo ist er? Da ist er, Damastoy. Also, hallo. Gute Nachrichten, Damastoy. Deine Mutter hat zugestimmt, dich in der Wache zu haben. Ich danke dir vielmals. Ich kann es kaum erwarten, meine erste Schicht zu absolvieren. Glaubst du, das wird meine Mutter überzeugen, dass mir das Wirtshaus zu schenken? Wahrscheinlich nicht. Aber es wird dir die Fähigkeiten beibringen, die nötig sind, um es zu nehmen. Ausgezeichnet. Bis später. So, damit haben wir die erste Rekrutierung. Genau, dann müssen wir jetzt nach Horornika. Sammle ich aber erst einmal ein paar Stöcke. Bin gerade durch Stöcke auch durchgelaufen. Aber ist egal. Hier wachsen genug. Also wenn es hier kein Holz gibt, dann weiß ich auch nicht. Notfalls haue ich einen Baum. Komm, wir müssen eh da hoch. Besser gesagt, nicht da hoch, sondern halt in die Richtung einfach. Bären gibt's hier hoffentlich nicht. Hoffe ich zumindest. Ansonsten müsste ich halt meine Armbrust rauspacken, ne? Da habe ich wieder so ein Stück Weg erwischt, ne? Aber gut, solange ich jetzt nicht mit Epona hier oben bin, weil die, wenn hier springt, dann bricht die sich sofort in Haxen. So, ich glaube allerdings, ich sammle mal noch ein paar Äste. Und dann werde ich hier übernachten. Eigentlich egal, wo ich es hinmache, ne? Da ist ein Weg. Mache ich es dahin. So, dann können wir nämlich einmal schlafen, bitte. So, zack. Und es regnet zum Glück nicht. Das ist schon mal immer die Hauptsache. Steig halt auf. Warum bricht es immer ab? Es bricht immer wieder ab, ne? Das ist ganz schlimm, finde ich das. Also nervig. Wenn du irgendwie versuchst aufzusteigen und es wird dann ständig unterbrochen. So, hier mache ich mal ein wenig. Hups, Wiesent.
Ja, hier ist es halt sehr hügelig, ne? Das ist halt einfach so. So, ich will bloß entweder auch einen Umweg reiten, weil das ist nämlich auch immer nicht so schön. Und wie ich es letztens schon gesagt habe, das wird einfach ein bisschen Reiterei, das Ganze. Ui, Epona, mach langsam. Auch wenn wir schon da sind, aber mach langsam. So, einmal absteigen, bitte. So, dann müssen wir zur Näherin wahrscheinlich. Und wir haben hier auch nochmal eine Quest. Wir haben hier zwei Quests, okay. Helga, servus, nö, farewell. Dann eben bei dir, Carolina. Ich möchte edle Stiefel kaufen. Okay, los geht's. Einmal edle Stiefel. Vielen Dank. Was hat mich das jetzt gekostet? Ich hab's nicht gesehen. Also da war nichts gestanden, ne? Na gut, schauen wir mal zum Jan. Was der Jan so alles kann. Schauen wir mal. So, wie läuft es hier oben? Du scheinst jedes Mal stärker zu werden, wenn ich dich besuche. Naja, die harte Arbeit baut Muskeln auf, weißt du? Schwinge ein paar Stunden am Tag den Hammer in der Schmiede und du wirst selbst sehen. Eigentlich könnten wir einen starken Mann wie dich gebrauchen. Ja, wozu? Wir brauchen Freiwillige für die Wache, um uns vor Banditen und anderen Übeltätern zu schützen. Ich wette, sie würden es nicht wagen, unsere Dorfbewohner anzugreifen, wenn sich jemand wie du in ihre Reihen einreiht. Tja, ich unterstütze deine Wette und ehrlich gesagt würde ich mich gerne anmelden, aber meine Arbeit war in letzter Zeit ziemlich mühsam. Es geht nicht nur ums Schmieden und Handeln, sondern auch darum, dafür zu sorgen, dass die Schmiede überhaupt funktioniert. Die Wache ist keine Vollzeitbeschäftigung, nur einige wenige Schichten pro Woche. Kannst du dir dafür Zeit nehmen? Kaum, es sei denn... Weißt du, es kostet viel Zeit, das Brennholz zu beschaffen, selbst wenn du es von den Händlern kaufe. Wenn du dich darum kümmern könntest, hätte ich vielleicht genug Zeit, um mich der Wache anzuschließen. Was schlägst du vor? Besorge mir 50 Stapel Brennholz, dann weiß ich, dass ich mich diesbezüglich auf dich verlassen kann und ich werde mich gerne der Wache anschließen. Das klingt vernünftig, ich werde dein Feuer brennen lassen. Alles klar, das müssen wir besorgen. Also die Brennholz gibt es ja hier en masse. Von daher kann ich das natürlich machen. Aber ich würde sagen, an der Stelle mache ich jetzt mal einen Break und es geht dann hier das nächste Mal weiter. Wenn euch der Part heute gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Unter anderem auch, du hast vergessen, den Kupferhammer herzustellen. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao!